gibt keinen Weg zum Frieden. Frieden ist der Weg, die Mächte spielen wieder Krieg. Es ist ein Traum, der lebt zusammen. Auf dem Weg zum Sonnenaufgang stimmen alle nun ein auf diesen einen Gesang. Es gibt keinen Weg zum Frieden, Frieden ist der Weg. Die Mächte spielen wieder Krieg, es ist ein Traum, der lebt zusammen. Auf dem Weg zum Sonnenaufgang stimmen alle nun ein auf diesen einen Gesang. Es gibt keinen Weg zum Frieden. Vielen Dank für die Einladung, als Gewerkschafterin beim diesjährigen Ostermarsch ein paar Worte an euch richten zu dürfen. Über 61 Jahre lang waren und sind immer viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aktiv dabei gewesen, allen voran der Freund und Kollege Willi Hoffmeister aus Dortmund, der selbst im hohen Alter den Ostermarsch Rhein-Ruhr immer noch mitorganisiert und in der IG Metall seit Jahrzehnten unermüdlich für die Rüstungskonversion kämpft. Dennoch ist leider festzustellen, dass unsere Gruppe strukturell nicht besonders stark vertreten ist. Dabei sind doch die Gewerkschaften einst angetreten, um die Arbeit und Lebensbedingungen der abhängig Beschäftigten zu verbessern. Und für gute Lebensbedingungen ist das friedliche Zusammenleben auf dieser Erde von zentraler Bedeutung. Wissend, dass Frieden mehr ist als die Abwesenheit von Krieg und jeder Krieg ein Verbrechen an der Menschheit ist. Und ob auch alle, die mit der Kriegsmaschinerie ihr Geld verdienen, somit als Verbrecher zu bezeichnen sind, das mag jeder und jeder von euch selber entscheiden. Allerdings, um allerdings keineswegs ein Verbrecher zu gelten und Verbrechen zu unterstützen, wäre es demnach folgerichtig, für ein Ende der Produktion von Rüstungsgütern, Atom- und Kleinwaffen zu sorgen. Deutschland könnte hier mit gutem Beispiel vorangehen. Abrüsten statt aufrüsten ist nach wie vor das Gebot der Stunde. Mir ist auch klar, dass die Entscheidung zur Rüstungskonvention unweigerlich zur Vernichtung von Arbeitsplätzen in der Rüstungsindustrie führen wird. Das ist natürlich für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen ein Schicksalsschlag. Hängt doch ihre persönliche Lebensplanung, die Existenz ihrer Familie, die Entwicklung des Dorfes und der Stadt und vielfach sogar auch der ganzen Region davon ab. Hier gilt es, die Betroffenen nicht allein sich selbst zu überlassen, sondern sie aktiv zu unterstützen und für Perspektiven zu sorgen. Aber das Arbeitsplatzargument wiegt anscheinend unterschiedlich schwer. Denn über die Arbeitsplätze, die über Monopolisierung, Rationalisierung und Digitalisierung zum Opfer gefallen sind, wird wenig gesprochen und als unausweichlich hingenommen. Der Abschied vom Steinkohlenbergbau zum Beispiel wurde zwar mit großem Bedauern und viel Gefühlsduselei betrieben, zeigt aber auch, wenn der politische Wille da ist, werden solche Entscheidungen getroffen, auch wenn es Arbeitsplätze kostet. Deshalb leuchtet es mir nicht ein, dass das Arbeitsplatzargument in der Rüstungsindustrie mehr wiegen soll, zumal hier im direkten Zusammenhang gerade mal wir über 20.000 Arbeitsplätze sprechen. Für diese Kolleginnen und Kollegen finden wir sicherlich vor dem Hintergrund des proklamierten Fachkräftemangels eine neue und viel sichere und sinnvollere Beschäftigung. In Bochum und insgesamt über 20.000 Opelanerinnen über viele Jahre ihren Arbeitsplatz, ihre Existenz und ihren Kampfkreis verloren haben, war kaum Wehklagen zu hören. Am Ende letzten Jahres, als Armstrong in Münster die Produktion eingestellt hat, war es auch ziemlich still. Das Arbeitsplatzargument hinkt also ganz gewaltig. Was in diesem Zusammenhang viel lauter, ehrlicher und betonter gesagt werden muss, an den Rüstungsgütern wird jede Menge Geld verdient. Bei allem Wissen um das Scheitern von Konfliktlösung mit Gewalt, wo Tod, Elend und Zerstörung immer die Folgen sind, sowie Fluchtbewegung die Konsequenz sind, ist es unerklärlich, warum immer mehr Geld für Rüstungsgüter ausgegeben werden. Deutschland hat seine Militärausgaben mittlerweile 45 Milliarden Euro erhöht und nennt das Verteidigungshaushalt. Das selbst auferlegte 2%-Ziel der NATO ist damit aber immer noch nicht erreicht. Was könnte man mit diesem Geld viel Sinnvolles anrichten? Die 29 zusammen kommen auf die Hälfte der weltweiten Militärausgaben und werden nicht müde, das Feindbild Russland immer wieder zu befeuern und um China zu erweitern. Dabei ist es die NATO, die provozieren direkt an der russischen Grenze mit ihren Manövern ihre Muskeln spielen lässt. Der Kampf um Ressourcen, Machterhalt und Machterlangung und vor allem das Streben des Kapitals, sich zu vermehren, das sind die Triebfedern, die die Rüstungsindustrie als Gelddruckmaschine so attraktiv macht. Jede kriegerische Auseinandersetzung erneuert die Nachfrage nach mehr und besseren Waffen und am Wiederaufbau lässt sich dann auch noch Geld verdienen, was beim nächsten Anlass wieder zerstört wird. Ein widerlicher und menschenverachtender Kreislauf. Aktuell verfügt ein knappes 1% der erwachsenen Weltbevölkerung, das sind 52 Millionen Menschen, über fast die Hälfte des globalen Vermögens. Die Klimakrise wird diese Spaltung noch vertiefen. Und wenn wir den Frieden wollen, dürfen wir weder das Sterben der Menschen in den Kriegen oder im Mittelmeer, sowie das Sterben unseres Planeten länger hinnehmen und noch die Spaltung der Welt in Arm und Reich.
immer höhere Rüstungsausgaben brauchen wir mehr Geld für Klimaschutz, Sozialleistungen und Investitionen in die Daseinsvorsorge. Die aktuelle weltweite Pandemie verschärft diese Spaltung zusätzlich. Die einen verdienen an dem Coronavirus direkt oder durch Finanzspekulationsgeschäfte, während die anderen durch Kurzarbeit und Erwerbslosigkeit Angst um ihre Zukunft haben. Die Pflegekräfte und Verkäuferinnen wurden zu Beginn der Krise noch mit voller Dankbarkeit beklatscht. Doch als es darum ging, diese Dankbarkeit in mehr Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen auszudrücken, wurde da eher die kalte Schulter gezeigt. Und die haben sich gerade die kirchlichen Arbeitgeber als Vasallen der privaten, investorgesteuerten Pflegeindustrie gemacht, indem sie den neuen Tarifvertrag nicht anerkannten. Und die Privaten können sich nun genüsslich zurücklegen und darauf warten. Eine Riesensauerei. Wieder andere Beschäftigte sind mehrfach belastet, müssen sie doch parallel zum Homeschooling das Homeschooling übernehmen. Hier sind es vor allem wieder die Frauen, die in der Rolle rückwärts ihre Erwerbsarbeit reduzieren, um die unbezahlte Arbeit in der Haushaltspflege und Bildungsarbeit zu übernehmen. Auch wenn richtigerweise unsere Regierung versucht, durch vielseitige finanzielle Unterstützung vielen Ängsten den Druck zu nehmen, wissen wir doch auch, wer am Ende die Zeche bezahlen muss. Wenn in 2025 die ersten Zinsen fällig werden, wird es den Resten unseres Sozialstaates an den Kragen gehen. Rente mit 70, private Krankenversicherung werden wohl nur der Anfang der Szenarien sein, die sicherlich bereits in den Denkfabriken der Chicago Boys durchgespielt werden. Deren Lobbyisten stehen zum Beispiel schon bei unseren Volksvertretern Schlange, um ein Nachfolgemodell der gescheiterten Riester-Rente zu etablieren. Wenn man den vielen Umfragen trauen soll, empfinden viele Menschen unserer Gesellschaft als ungerecht und wünschen sich, in einer friedlichen, gerechten Gesellschaft zu leben. Doch wir befinden uns auf dem entgegengesetzten Kurs, in der seit über 30 Jahren anhalten und seit 20 Jahren verschärften neoliberalen Politik der Privatisierung, Deregulierung und Umverteilung, Ökonomisierung aller Lebensbereiche und des Abbaus des Sozialstaats. Eine produzierte, immer stärkere Ellenbogenmentalität, die Zunahme befristeter, schlecht bezahlter und unsicherer Jobs, Reallohnverluste, Renditen, die zunehmend Armut bedeuten, Kumpanei der Regierenden mit der Großindustrie, Explosion der Mieten in den Metropolen, Weigerung von Regierung und Industrie, die Klimakrise endlich wirklich zu bekämpfen, Zweiklassenmedizin, Pflegenotstand, Bildungsnotstand und eine Sparpolitik zulasten der Infrastruktur und öffentlicher Aufgaben. All das führt zu den Menschen zunehmend zu Ängsten vor Abstieg und Armut, Verunsicherung, Ungerechtigkeitsempfinden, Wut, Ohnmacht und zu gesellschaftlicher Spaltung. Dieses Gift, das den Faschisten, Antisemiten und Rassisten nährt, gilt es zu bekämpfen und zu beseitigen. Was wir brauchen, ist eine wirklich friedliche und gerechte Gesellschaft für alle. Ich möchte in einem Land leben, das keine Waffen produziert und auch kein Geld dafür ausgibt. Ein Land, in dem junge Menschen zu sozialen Wesen erzogen werden und nicht als mörderische Handlanger für politische, geostrategische Ziele missbraucht werden. Ein Land, in dem alle ein Ein- und Auskommen haben. Dafür brauchen wir aber dringend einen entsprechenden Politikwechsel. Geld für alles wäre genug da. Abkehr von der Schuldenbremse, keine Militärausgaben, eine Finanztransaktionssteuer sowie mehr Steuer- und Verteilungsgerechtigkeit und konsequente Verfolgung von Steuerflucht. Es mangelt eigentlich nicht an Geld, sondern es mangelt an politischem Willen für eine gerechte Gesellschaft. Und für diesen Willen gilt es zu kämpfen. Der Anfang kann im September gewählt werden und ich wünsche mir zusätzlich, dass die rechten Ratten wieder aus unserem Bundesparlament vertrieben werden. Aber Wünsche werden da wohl nicht helfen. Und denn das haben wir aus der Vergangenheit gelernt. Geschenkt bekommen wir nichts. Und auch keine gerechte Gesellschaft. Und um Rosa Luxemburg am Ende zu zitieren, wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht. Deshalb lasst uns heute gemeinsam und an vielen kommenden Tagen mit Abstand, aber mit Anstand und aller Entschlossenheit bewegen und unsere Themen auf die Straße bringen. Vielen Dank.